Omega noch. Ja, weil nur wenn ich mit dem Z in Omega bin, dann kann ich eigentlich diesen Ausdruck hinschreiben. Außerhalb von Omega habe ich ja gar keinen Gradient U. Ja, ich bessere das mal aus. Also eigentlich muss man immer schreiben. Ach nee, Entschuldigung, ach, ist alles gut. Alles gut. Unsere Funktion ist nämlich eine CC-Unendlich-Funktion auf Omega. Macht es wieder gut. Ist ja eine CC-Funktion auf Omega. Und wenn wir außerhalb von Omega sind, dann ist die halt 0. Ja? Also insofern haben wir da kein Problem. Schön, da habe ich Sie jetzt verunsichert. Gut, aber außerhalb von Omega passiert nichts. Deswegen habe ich es jetzt gemerkt hier. Dann reicht es also, wenn ich die LP-Omega-Norm davon nehme. Und dann muss ich jetzt die LP-Strich, ich schreibe es jetzt erstmal so auf, wie ich mir das auch merke. Also Sie nehmen 1 durch z minus x hoch n minus 1 und davon die LP-Strich-Norm auf der großen Kugel. So, und jetzt haben wir wirklich, ich mag eigentlich so Beweise, wo man nach einer gewissen Vorbereitung vielleicht in einer Rechnung alles durchlaufen kann. Das ist jetzt hier also gelungen. Das U von x0 wird als Integral geschrieben. Gut, das wird aufintegriert über alle Richtungen und dann wird nur sozusagen Zwiebelintegration rückwärts gemacht und dann wird gehöldert. Das sind die Schritte, mehr ist nicht. So, und jetzt ist eben die Frage, ob das hier eine Konstante ist, kleiner unendlich, dann sind wir fertig, oder ob die unendlich ist. Und das ist jetzt wieder nur Bruchrechnen. Also Stern ist kleiner unendlich, genau dann. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Ja? Also geschriebener Text wäre schlecht, aber also dieser Ausdruck, die Frage ist, ist der kleiner als unendlich? Wann ist der kleiner als unendlich? Der ist dann kleiner als unendlich, wenn. Ich stelle mir das mache ich jetzt mal ein bisschen flotter, weil ich mit einem neuen Kapitel anfangen will. Also ich sehe das als einen Radius. Ja? Z minus x, das ist ja auch ein x0. Entschuldigung, hier fehlt auch schon das x0 und hier fehlt auch schon das x0. Die ganze Zeit, sorry, x0. Also das sehe ich als einen Radius an. Das heißt, da steht 1 durch Radius hoch n minus 1. Ja, das ist die Funktion, die ich jetzt dann integrieren will. Also Physiker hätte überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass die Funktion ist halt 1 durch r hoch n minus 1. Und das r ist aber sozusagen der Abstand zu einem festen Punkt. So, jetzt will ich davon die LP-Strichnorm nehmen. Das heißt, ich muss das hoch p-Strichen nehmen. Und dann will ich es integrieren, aber da mache ich ja jetzt eine Zwiebelintegration. Das heißt, ich muss noch das Volumenelement r hoch n minus 1 dazu schreiben. Und das muss jetzt integrierbar sein über, ja, über was wollen wir integrieren? Der Radius geht von 0 bis groß R. Ja, also diese LP-Strichnorm von dieser Funktion, die ist endlich. Genau dann, wenn das da integrierbar ist, dann kommt da irgendeine Zahl raus. Okay? Das Ergebnis wird von R abhängen, von dem P-Strich, von dem N, aber das ist uns ja egal, das ist ja erlaubt hier. Aber das muss integrierbar sein, dann ist das Stern eine feste Zahl und wir sind fertig. Okay? Sind alle dabei, dass wir jetzt quasi fertig sind? Naja, das ist integrierbar. Ja, also die singulären Funktionen, mit denen werden Sie jetzt schon auch durch die Übungen immer vertrauter. Ich hoffe, das geht jetzt schon. Das ist jetzt integrierbar, wenn der Exponent, also Integral klein unendlich, jetzt nur bis r, genau wenn der Exponent muss größer sein als minus 1. 1 durch x ist nicht integrierbar, aber wenn der Exponent größer ist als minus 1, zum Beispiel x hoch minus 1/2, ist integrierbar. Also der Exponent muss größer als 1 sein. Der Exponent ist hier minus n minus 1 mal p'. Und dann kommt noch ein Exponent dazu, nämlich n minus 1. Und das muss größer sein als minus 1. Dann ist es integrierbar. Ja? Okay, jetzt vereinfachen wir nochmal. Also das minus 1 geht weg. Machen wir erstmal nur das.
Und also minus 1 habe ich jetzt schon weggemacht. Und dann bringe ich das mal auf die rechte Seite. Ob das schlau ist, weiß ich gar nicht. Hier bleibt ja noch ein n stehen. N größer als n minus 1 p'. Und ja, also ich kann mir das immer nicht merken und Sie vielleicht ja auch nicht. Also rechne ich es mal wieder aus. Ja, das ist 1. Und dann bringen Sie 1 durch p auf die andere Seite. Und dann schreiben Sie das als p minus 1 durch p. Und dann stürzen Sie das. Und dann haben Sie p' ist p durch p minus 1. N minus 1 p durch p minus 1. Und jetzt ist die Frage, ob das wahr ist. Oje. Also das habe ich wahrscheinlich nicht so ganz stromlinienförmig gemacht. Also ich multipliziere jetzt noch mit p minus 1 durch. Dann steht hier pn minus n. Und rechts steht pn minus p. Aha, pn fällt weg. Dann steht da genau minus n ist größer als minus p oder n ist kleiner als p. Hat geklappt. Das war ja genau unsere Voraussetzung. In dem Satz haben wir gesagt, das p soll bitte größer sein. Das p soll bitte größer sein als n. Dann ist dieser Vorfaktor eine feste Zahl, nicht unendlich. Und genau das haben wir jetzt bekommen, nämlich dieser Sternausdruck, den wir hier haben, als Vorfaktor. U in einem beliebigen Punkt ist kleiner gleich Vorfaktor mal Gradient U in der LP-Norm. Dieser Vorfaktor ist endlich, naja, genau dann, wenn p größer ist als n. Also, wir haben jetzt diese zwei Sachen. Im Ganzraum ist eben genau diese W1p ist in LQ-Einbettung. Und das ist das eine. Und da ist aber, also die ist einfach super wichtig, ja, deswegen habe ich die jetzt in der Form gemacht. Ist aber manchmal ein bisschen schwer vorstellbar, weil man sozusagen LQ hat ja ein Problem, sozusagen wie singulär ist in irgendwelchen Singularitäten die Funktion, aber auch wie schnell fällt die ab. Das ist also jetzt so eine Spezialität, genau wenn Q das richtige Q ist, dann ist halt W1P in LQ. Hier ist es so ein bisschen anschaulicher eigentlich, wir sind in einer beschränkten Menge, das heißt es geht gar nicht um den Abfall der Funktion, die ist sowieso außerhalb der beschränkten Menge 0. Es geht nur darum, in welchem LQ-Raum ist es? Ich hätte jetzt auch machen können, das ist in jedem LQ-Raum für Q größer als dieser Einbettungsexponent von dem Sobolev-Satz. Aber ich war jetzt speziell interessiert an diesem Spezialfall. Die Funktion ist auch beschränkt. Okay. Noch Fragen dazu? Ansonsten ist das jetzt das Ende von Paragraph 1.2. Irgendwelche Fragen dazu? Ja? Ach so, ja, sehr gute Frage. Ja, das ist immer die kritischen Fälle. Also was ist mit p gleich n? Ist dann w1p, ich schreibe jetzt mal p und nicht n, ist das enthalten in L unendlich? Und ja, darüber haben wir bisher nichts gesagt. Aber die Antwort für alle kritischen Fälle, also wo das Größere durch ein Gleich ersetzt wird, lautet nein. Es gibt eine Ausnahme, wo der kritische Fall dann doch stimmt. Und es ging also dass es im Allgemeinen, für allgemeines P nicht stimmt, haben wir sogar in den Übungen schon gemacht. Ja? Also, wir können als Beispiel nehmen p gleich 2. Und da haben wir gesehen, dass H1, W1, 2 haben wir auch H1 genannt, ist nicht in L unendlich. Das haben wir als Beispiel gesehen, weil log log x-Betrag oder log Betrag von log x-Betrag ist zwar eine H1-Funktion, ist aber keine L unendlich-Funktion und damit ist die Aussage also falsch. Könnten Sie sagen, vielleicht ist ja nur für p gleich 2 falsch. Na gut, also für andere p ist es auch falsch. Kann ich Ihnen sagen. Gut, also das war dieses Recht.
ja, methodisch scheußliche Kapitel über die Sobolev-Einbettungen und so, die ich ja früher auch nicht vorgeführt habe, aber ich denke, es ist ganz gut, wenn Sie ein bisschen sehen, was da eingeht und was man da so braucht. Und dann kommen wir jetzt zu einem neuen Kapitel, was das genaue Gegenteil ist, total abstrakt, total elegant, total schön. Und dann verheiraten wir die zwei, weil wir diese abstrakte Theorie dann auf Sobolev-Räume anwenden und dann haben wir die Methodik für partielle Differentialgleichungen.